Jedes Jahr aufs Neue lassen wir unsere Mütter und mütterlichen Bezugspersonen am Muttertag hochleben. Bei den Royals ist dies auch Tradition. Aus gegebenem Anlass werfen wir einen Blick auf einige Royals und ihre Mütter. So eng ist ihr Bund. Die Prinzessinnen Leonor und Sophia von Spanien ehren ihre Mutter, Königin Letizia, sicher mit liebevollen Gesten. Wie auch immer sie den Ehrentag ihrer Mutter feiern mögen, klar ist, dass Letizia eine ganz wichtige Rolle im Leben der jungen Damen spielt. Leonor und Sophia schauen sich einiges von Königin Letizia ab. Den guten Geschmack in Sachen Mode haben die Geschwister auf jeden Fall von ihrer Mama. Auch in den Niederlanden scheint das Verhältnis zwischen Königin Maxima und ihren drei Töchtern, den Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane, mehr als nur gut zu sein. Das Vierergespann zeigt sich bei Fototerminen stets gut gelaunt und man kann sehen, dass die drei Prinzessinnen zu ihrer Mutter aufsehen. Nicht nur Königin Maxima gebührt besondere Anerkennung, sondern auch Beatrix, der Mutter von König Willem Alexander. Die beiden scheinen sich richtig gut zu verstehen. Man sieht, dass das Mutter-Sohn-Duo einen sehr liebevollen Umgang miteinander pflegt. Im britischen Königshaus werden mehrere Generationen von Müttern geehrt. Von der Queen über Prinzessin Anne bis hin zu Herzogin Kate und Herzogin Meghan. Stets an der Seite von Königin Elisabeth II. Sind ihre vier Kinder Charles, Anne, Andrew und Edward. Zu ihrer einzigen Tochter soll die Queen eine enge Bindung haben, wie in den Medien immer wieder berichtet wird. Ihre gemeinsamen Interessen für Sport, das Reiten und Pferderennen habe sie besonders zusammengeschweißt, meint das britische Magazin Hello. Außerdem ist Prinzessin Anne ein Royal, der hart für die britische Krone arbeitet. Ihrer Mutter nimmt sie daher immer mehr offizielle Termine ab. In die Fußstapfen der Queen wird aber einmal ihr ältester Sohn Prinz Charles treten. Wie auch immer ihre Beziehung sein mag, auf das gegenseitige Vertrauen können sie zählen. Herzogin Kate wird am Muttertag von ihrer Familie verwöhnt. Ob selbstgebasteltes oder süße Leckereien, der Royal kann sich jedes Jahr überraschen lassen. Um ihrer Mutter zu zeigen, wie sehr sie geliebt wird, haben sich Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit etwas Hilfe was ganz Besonderes einfallen lassen. Im Jahr 2021 bekam Kate einen selbstgebackenen Kuchen von ihrem süßen Nachwuchs und teilte voller Stolz diesen Schnappschuss auf Instagram. In Schweden wird der Ehrentag der Mütter auch zelebriert. Königin Silvia ist für Prinzessin Victoria, Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philipp wohl der Fels in der Brandung. Egal ob Royal oder nicht, wir wünschen allen Müttern und mütterlichen Bezugspersonen einen wunderschönen Muttertag.